Kleine Information vorab, der Global Marihuana Marsch, der sieht jetzt hier in Berlin ein bisschen klein aus, aber das ist gar nicht verkehrt, wir sind nämlich Teil einer weltweiten Aktion. Gerade letzte Woche gab es in Deutschland 16 andere Veranstaltungen, die meisten davon größer als die heute. Deshalb mal einen dicken, dezentralen Applaus für all die Leute, die letzte Woche in Deutschland für die Legalisierung demonstriert haben. Den Anfang macht aber jemand, den ihr sicherlich aus den letzten 20 oder 30 Jahren Berliner Kulturleben schon kennt. Als erstes möchte ich nämlich Hans Kusto zu mir bitten, seines Zeichens Techno-Forscher, elektronische Musikpionier, Musikkoryphäe, Drogenforscher und einer der Menschen, die in Berlin ganz, ganz viel daran arbeiten, dass wir alle ein bisschen mehr darüber verstehen, warum es wichtig ist zu demonstrieren, was es bedeutet, Menschenrechte zu besitzen und warum es wichtig ist, jeden Tag dafür zu kämpfen, dass diese Freiheiten weiter ausgebaut werden und nicht Stück für Stück von NSA und Co. wieder uns weggenommen werden. Einen dicken Applaus bitte für Hans Kusto. Ja, herzlich willkommen hier zum GMM in Berlin in der Hasenheide. Wir haben ja die Route gewählt hier von der Hasenheide zum Görlitzer Park, weil es gibt Bürgerinnen und Bürger in dieser Stadt, die stören sich daran, dass in diesen Parks gedealt wird. Doch dass dies der Fall ist, liegt nur am Gesetz. Und nicht, weil die Leute das unbedingt hier tun wollen. Die würden auch lieber irgendwo in einem vernünftigen Laden stehen, geprüfte Ware verkaufen und die Kunden wollen lieber auswählen und genau sehen, die Sorte hat so viel THC und so viel CBD, die Sorte hat so viel THC und so viel CBD. Doch das ist leider hier noch nicht, ich betone, noch nicht möglich. Dieses Gesetz verbietet mir, das vorzubereiten, was ich benötige, zur Entfaltung meiner Persönlichkeit, nämlich die Beschaffung von psychotrop wirkenden Substanzen. Und dieses Grundrecht, das will ich für mich haben. Und deswegen demonstriere ich für die Abschaffung des Betäubungsmittelgesetzes in seiner jetzigen Form und für die Durchsetzung der Menschenrechte eben auch das Recht, selbst zu entscheiden, welche Stoffe ich mir zuführen will und wie ich mein Leben genießen will. In diesem Sinne danke ich für die Aufmerksamkeit und wünsche einen guten Erfolg für die Demo, dass das ein Zeichen ist, dass auch die Politik versteht, dass überall immer mehr Menschen dieses Menschenrecht einfordern. Hans Kusto, vielen Dank. Wer mehr von Hans wissen will, den lade ich dazu ein, immer dienstags ab 19 Uhr ins Hanfmuseum zu kommen. Da organisieren wir die Hanfparade, Deutschlands größte Demonstration für die Legalisierung von Cannabis. Und wir brauchen dafür eure Hilfe, denn es ist eine Menge zu tun und es sind nur noch 3 Monate Zeit. In 3 Monaten um diese Zeit stehen wir nämlich gerade am Hauptbahnhof in Berlin auf dem Washingtonplatz und erinnern daran, dass in den USA 2 Staaten mittlerweile legalisiert haben. 2 Staaten in den USA, im Mutterland der Prohibition, wo Menschen wie du und ich ganz normal legal in Shops kaufen können und können sich dort eine hervorragende Auswahl von Grassorten und Haschischsorten angucken und sagen, das will ich, das will ich, das will ich und genau das will ich auch in Deutschland. Das ist eine merkwürdige Idee, dass ausgerechnet wir
kleinen Anarchisten nach mehr Staat schreien, aber es geht in einem kapitalistischen Markt leider nicht anders, als dass wir denen, die die Kontrolle über uns haben wollen, zumindest ein Stück weit Kontrolle geben. Aber mit diesem Stück weit Kontrolle werden wir jede Menge Freiheit gewinnen. Wir werden die Freiheit gewinnen, anzubauen, was immer uns beliebt und so viel, wie wir wollen. Wir werden die Freiheit gewinnen, Gras zu kaufen, mit unseren Freunden zu teilen, eigene Sorten zu kreieren und niemand wird uns daran hindern. Und ich denke, das ist es wert, dafür zu streiten und es ist auch wert, sich mal einen Samstagnachmittag auf einer Wiese rumzutreiben. Vor einigen Jahren wäre eine Versammlung wie diese hier vielleicht der Höhepunkt des Global Marihuana Marsch gewesen, aber zum Glück ist das nicht mehr der Fall. Wir haben in Deutschland mehr als ein Dutzend Organisationen, die eigene Veranstaltungen auf die Straße gebracht haben. Und als nächstes möchte ich deshalb den Florian Riester ans Mikrofon bitten, der vor einer Woche noch mit der Hanfinitiative Frankfurt am Main unsicher gemacht hat und da den Bankern gezeigt hat, wo der Steuerfemel hängt. Vor 14 Tagen, am Samstag, stand ich in Hannover beim Mobilisierungskonzert für den Global Marihuana March. Das war quasi der Einstieg in die große Zeit der Märsche durch ganz Deutschland und wir haben ein tolles Konzert gehabt mit zwei großen Bühnen. Das OtMob-Team Hannover hat diese beiden Bühnen mitten in der Innenstadt von Hannover aufstellen lassen. Dabei ist unter anderem auch ein schönes Foto entstanden, was viele von euch vielleicht auf Facebook gesehen haben, mit einem Polizisten, der diese Petition unterzeichnet hat für die Legalisierung von Cannabis als Medizin für die Menschen, die es brauchen, die nicht darauf verzichten können, wie vielleicht manch ein Genusskonsument, sondern die darauf angewiesen sind. Ja, und dieser Polizist hat bereitwillig diese Petition unterzeichnet, hat sich dabei fotografieren lassen und wir haben dieses Foto veröffentlicht und es ist quasi durch ganz Deutschland gegangen und ich denke, dieses Foto hat mir und vielen anderen Leuten auch gezeigt, dass da ein Wandel im Gange ist, dass auch Polizeibeamte bereit sind, sich zu diesem Thema zu positionieren und vor allen Dingen beim Thema Cannabis als Medizin mal klar Position zu beziehen und sich für eine Veränderung der Drogengesetze auszusprechen. Ja, Steffen hat es gesagt, vor 7 Tagen stand ich dann in Frankfurt auf dem Lautiwagen und wir haben dort den Global Marihuana March gemacht. Parallel zu 13 anderen Städten in ganz Deutschland sind wir durch die Straßen gezogen, haben Gebt das Hanf frei gerufen und haben uns auch sehr frei gefühlt. Denn tatsächlich, weder in Frankfurt noch, soweit ich es erfahren habe, in einer der anderen Städte gab es Probleme mit der Polizei. In 14 Städten gleichzeitig haben sich Hanffreunde, und dabei sind sicherlich auch einige Kiffer, getroffen und versammelt und friedlich für die Legalisierung demonstriert und nirgendwo hat die Polizei irgendwelche Spirenzchen gemacht. Insofern bin ich sehr glücklich, dass das dieses Jahr so gut gelaufen ist und ich denke auch, das ist ein Zeichen, dass die Polizei zunehmend anerkennt, dass wir eine demokratische Bewegung sind, dass wir ein Recht haben, uns zu versammeln, dass wir eine nicht zu diskriminierende Bevölkerungsgruppe sind und dass sie uns nicht aufhalten können. Vor 2 Jahren wäre so eine bundesweite Massenversammlung kaum vorstellbar gewesen. Kaum jemand in der Hanfszene hätte sich vorstellen können, dass wir es schaffen, in so vielen Städten gleichzeitig so viele Menschen auf die Straßen zu bringen. Die meisten Leute hatten Angst, selbst zu einer Großveranstaltung wie der Hanfparade zu kommen. Heute trauen sich die Menschen selbst zu Veranstaltungen, wo nur 50 Menschen in der Fußgängerzone stehen, wo 3-4 Polizeibeamte daneben stehen, wo man jetzt nicht unbedingt das Gefühl bekommt, okay, hier ist eine Massenbewegung, hier fühle ich mich sicher. Aber die Leute gehen trotzdem dahin, weil sie wollen eine Veränderung, sie wollen es nicht mehr akzeptieren. Das beweist ihr hier heute alle und deswegen werden wir ja heute auch gemeinsam zum Görlitzer Park ziehen, wo sich die Dummheit der Drogenprohibition ja quasi in einem Manifest kulminiert, wie es sonst kaum vorstellbar wäre, wo die Dealer jeden Tag stehen und die Polizei weiß es und jeder weiß es, es steht in der Zeitung, aber nichts passiert. Niemand kann etwas dagegen tun und das ist eigentlich ja, das Sinnbild des verfehlten Drogenkrieges, wie selbst in einer Großstadt wie Berlin mit tausenden Polizeibeamten der Staat es nicht schafft zu verhindern, dass in einem kleinen Park kleine Menschen kleine Mengen Marihuana verkaufen. Florian Riester!
Nun ist der Kampf um die Legalisierung von Cannabis keiner, der auf der Straße gewonnen werden wird, so viel Spaß das auch macht, zu demonstrieren und so sinnvoll das auch von Zeit zu Zeit sein kann. Am Ende des Tages gilt es, in den Parlamenten zu überzeugen. Deshalb ist es jetzt eine Freude für mich und für die anderen Veranstalter, dass wir einen waschechten Politiker zur Hand haben, der tatsächlich seit vielen, vielen Jahren in den Parlamenten und in den Parteien für unser Anliegen wirbt, für die Legalisierung von Cannabis als Rohstoff, Medizin und Genussmittel, für vernünftige, legale Haschisch- und Marihuana-Produkte, für jedermann, der alt genug ist, um verantwortlich damit umzugehen. Diesen Vertreter der Grünen Partei möchte ich deshalb jetzt als nächstes ans Mikrofon bitten. Einen dicken Applaus für Tibor Harrach. Ja, vielen Dank, Steffen. Es ist ja auch schon fast alles gesagt. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben uns heute hier versammelt, um für eine sinnvolle Regulierung des Cannabismarktes zu demonstrieren. Uns hier ist allen klar, dass die strafrechtliche Verfolgung der Hanfgebraucher eine höchst ungerechte Sache ist. Darum fordern wir Grüne schon seit Langem eine sofortige Entkriminalisierung aller konsumbezogener Tatbestände wie Cannabisbesitz und Cannabiserwerb zum Eigenverbrauch. Wir fordern auch die Legalisierung des Anbaus von Hanfpflanzen zur Deckung des Cannabisbedarfs, zum Beispiel einer Familie oder einer WG. Außerdem unterstützen wir die Gründung von Cannabis-Social-Clubs, wie sie zum Beispiel in Spanien, in Portugal oder auch in Belgien schon in einer großen Zahl gibt. Es zeigt sich immer wieder, dass der illegale, kriminalisierte Drogenverkauf mit vielen Problemen einhergeht. Jugend- und Verbraucherschutz können in der Illegalität nicht gewährleistet werden. Darum wollen wir Grüne den Cannabismarkt aus der Kriminalität herausholen und regulierte Verkaufsmöglichkeiten für Hanfprodukte schaffen. Ich weiß, dass vielen das nicht schnell genug geht. Das kann ich auch gut verstehen. Aber in der Drogenpolitik muss man immer verdammt dicke Bretter bohren. Und das braucht Zeit. Aber lange wollen wir mit Coffeeshops am Görli nicht mehr warten. Was mal in den Niederlanden begonnen hat, sich über Portugal, Spanien und Friedrichshain-Kreuzberg fortsetzt, wird sich unaufhaltsam in ganz Europa ausbreiten. Europa wird grün. Vielen Dank. Vielen Dank, Tibor Harrach von den Grünen. Ah, ich sag's euch ehrlich, ich glaube nicht daran, dass die Grünen uns die Legalisierung bringen werden. Denn wenn ihr mal in die Parlamente guckt, die Grünen sind eine kleine Partei und sie waren bisher immer bereit, für Dosenpfand oder Atomkraftwerke die Legalisierung aufzugeben. Dabei wäre die Legalisierung auf so viele Arten richtig und sie würde das Dosenpfand und die Atomkraftwerke überflüssig machen. Denn Hanf auf unseren Feldern würde viele Probleme mit Energie, viele Probleme mit Faserversorgung, viele Lebensmittelprobleme über Nacht lösen. Und dass wir das heute nicht machen, liegt einzig daran, dass die Herrscher Angst haben vor den obersten 5% der Pflanze, vor dem bisschen Rausch, das da drin steckt, muss man aber keine Angst haben. Als nächstes möchte ich euch einen Sachsen vorstellen. Ich weiß, hier in Berlin sind die nicht immer gut gelitten, aber seid mal kurz gnädig. Ich glaube, er spricht auch ziemlich Hochdeutsch. Er hat nämlich letzte Woche in Dresden zum ersten Mal einen sächsischen GMM organisiert und davon soll er euch jetzt berichten. Stefan aus Dresden, einen dicken Applaus bitte. Ja, hallo erstmal alle zusammen, das ist auf jeden Fall, ich bin auch sehr begeistert, wie viele heute hier sind. Ja, ich bin Stefan, auch Fichte genannt, und ich habe das natürlich in Dresden nicht alleine organisiert. Neben mir steht der Kopf des Ganzen, Albert, auch bitte mal einen dicken Applaus für ihn. Ich war hauptsächlich, sage ich mal, eher für den medizinischen Bereich verantwortlich, da ich zu den vielen
Millionen kranken Menschen in Deutschland gehöre, die allerdings noch sehr lange warten dürfen, bis sie auch Cannabis bekommen. Und so lange dürfen sie sich mit Pharma und der ganzen Prohibition rumschlagen. Ist nicht sehr berauschend, aber bisher lässt sich es nicht ändern. Deswegen ist es wirklich richtig geil, meiner Meinung nach, dass sich immer mehr Leute finden und offen darüber reden. Egal ob pro, ob contra, egal in welchen Medien, es wird drüber geredet. Und so habe natürlich auch ich Hoffnung, bald endlich gesund und einfach frei zu leben. Und natürlich wird in Sachsen auch mit den Cannabis Social Clubs weiter geplant. Es ist für Dresden, Plauen und Grimma ein Cannabis Social Clubs geplant. Das wird auch weiter in Angriff genommen. Also nicht nur in Berlin tut sich jetzt was im Rest von Deutschland, sondern inzwischen ist auch Sachsen dabei angekommen, mitzumachen und nicht bloß dazustehen. Und trotzdem möchte ich noch ganz kurz die Sächsische Zeitung zitieren, die sagte, die Aktivisten im Alaunpark, die für den freien Konsum von Cannabisprodukten eintreten, werden wohl noch weiter demonstrieren müssen. Werden wir tun und hoffentlich nicht mehr so lange. Danke für euer Gehör. Stefan aus Dresden. Erstmal muss ich mich bedanken bei den GMM-Leuten hier in Berlin. Denn für mich ist das heute eine Premiere. Ich darf das erste Mal beim GMM in Berlin sein. Die Ursache liegt daran, dass ihr den GMM hier in Berlin verschoben habt um eine Woche. Ich fand das ehrlich gesagt eine super Aktion. Erstmal finde ich es gut, dass auch ihr Berliner mal rauskommt und in die Republik geht. Es gibt noch mehr als Berlin. Und zum Zweiten war es einfach toll für die vielen Veranstalter vor Ort, auch mal ein bisschen Unterstützung zu bekommen. Und das zeigt ja auch die ganzen Aktionen. Ich war zum Beispiel in Heidelberg, wie positiv das aufgenommen worden ist, wie viele Leute auf der Straße waren. Ich selber hätte damit nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das war ein starkes Zeichen für die Legalisierung und wir müssen einfach weitermachen und das heute ist eine Fortsetzung und ich freue mich wirklich riesig, wie viele hier sind, bei diesem Wetter und für die Legalisierung von Cannabis zu demonstrieren. Ich bin bewusst als Drogenpolitiker in die Politik gegangen, habe eingesehen, dass ich auf Bundesebene wenig erreichen kann und deswegen bin ich nach Thüringen gegangen, um dort Landespolitik zu machen, um vor allen Dingen im Land wirklich mal was zu bewegen. Und bewegen heißt nicht, mal Grenzwerte hoch oder runter zu setzen, sondern bewegen heißt, endlich zu legalisieren, diese Pflanze Hanf endlich freizugeben, endlich dafür zu sorgen, dass die ganzen Menschen in Deutschland nicht kriminalisiert werden, weil die Kriminalisierung nimmt immer mehr zu und das muss uns einfach bewusst sein. Wie sieht das aus? Bei mir rufen tagtäglich Menschen an, die aufgrund ihres Konsums, der noch nicht mal am gleichen Tag stattgefunden hat, sondern häufig Tage vorher oder Wochen vorher, ihren Führerschein verlieren und kriminalisiert werden. Das ist ein untragbarer Zustand. Und da muss die Politik endlich was gegen tun. Und das heißt, wer gestern eine Tüte geraucht hat, der muss morgen auch Auto fahren dürfen. Es gäbe jetzt noch viel zu sagen, aber ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt, um jetzt auch wirklich auf die Straße zu gehen, hier in Berlin zu zeigen, wir sind eine starke Stimme für die Legalisierung, wir setzen uns ein für Cannabis als Rohstoff, als Genussmittel und als Medizin. Leute, steht auf, kommt mit, auf geht's! Ja.